Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, wie sehr ich Angeln liebe. Und heute fahren wir genau da raus und ich hoffe sehr, dass wir Barracudas fangen. Später lerne ich dann, wie man daraus echtes mexikanisches Ceviche macht und ihr dann quasi auch. Ich hoffe so sehr, dass wir heute was fangen. Er hat es versprochen, aber man weiß ja nie. Jetzt kann losgehen! Petri Heil, oder? Oh. Die Voraussetzungen sind perfekt. Alle meine Freunde sind dabei. Söri hält die Kamera, Lukas macht Fotos, Tammo kümmert sich um die Getränke, Ili und ich halten die Angel. Aber was genau fischen wir eigentlich? Wir gehen jetzt auf Barracudas. Ich musste erst mal googeln, wie die aussehen. Ziemlich groß und ein bisschen beängstigend. Aber ich habe richtig Bock, eins zu fangen. Ich glaube, so oder so oder so. Und dann geht's auch schon los. Köder ran, Angel ins Meer. Und tatsächlich. Barracuda! There you go. So sieht eine oberstolze Feli aus. Was für ein Maul. Und jetzt mit dem Fang zurück an den Strand. Zum Glück haben wir ja wenigstens einen Fisch gefangen und jetzt lerne ich, wie man original mexikanisches Ceviche macht und ihr könnt es dann auch nachmachen. Zuerst muss der Barracuda geschuppt und filetiert werden. Miguel zeigt mir, wie es geht. Den Fisch einfach in mundgerechte Stücke schneiden. Dann kommt die wichtigste Zutat für Ceviche. Frischer Limettensaft. 20 Minuten muss sie ziehen, dann kann ich probieren. Serviert wird die mexikanische Ceviche natürlich mit Tortilla-Chips. Die schönste Ceviche, die ich jemals gegessen habe. Wir haben tatsächlich einen Fisch gefangen, einen Barracuda. Und es reicht genau für uns. Und es ist halt so einfach, man hat Limettensaft, Tomate, Zwiebel, Koriander und man hat so ein gutes Essen. Und man braucht noch nicht mal ein Herd dafür. Nix, nada. Muy rico. Ahora. Ceviche. Ceviche. Bienvenidos al Caribe.